auf zur mittlerweile 101. Mahnwache. Jetzt über die Friedensbrücke in Bautzen. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität. Thema Frieden wieder ganz aktuell geworden. Meiner Meinung nach müssten mehr Menschen Gesicht zeigen von den Friedensbewegungen, wie es sie mal früher gegeben hatte. Ja, in Ost und West war da mehr los gewesen in dieser Richtung. Angesichts dieser Waffenlieferungen jetzt direkt von Deutschland aus an die Ukraine, in die Ukraine, wie auch immer. Ja, man müsste sagen, Menschen weigert euch Feinde zu sein, dann braucht es keine weiteren Worte. Ja, es müsste mehr im Fokus wiederkommen. Aber wie wir schon gesagt haben, die Drangsalierungen gehen weiter. Corona, die ausgerufene Pandemie, war meiner Meinung nach nur der Anfang von einer, ja, hoffentlich nicht zu böse für uns alle ausgehenden Geschichte. Und ich wünsche euch und uns, haltet durch, wie Maschine singt, auf seinem jetzt 5. Soloalbum nach den Pudis. Ende Dezember herausgebracht. Sein Album Große Herzen. Und da schauen wir mal, was heute zusammenkommen wird an Menschen, nachdem ja vergangene Woche eine gigantische Stimmung war hier. Und eben auch Leute von überregional hier ihre Aufforderung gemacht hatten zur 100. Mahnwache auf dem Kornmarkt in Bautzen. Da auch wieder gleich angekommen und von dort werden dann wieder Bilder gezeigt. 17:55 Uhr in Bautzen am Montag, 9. Januar. Ja, ein paar Leute sind da, sieht noch nicht so aus wie vorige Woche. Aber die kommen immer, wie gesagt, erst manchmal kurz vor dem Spaziergang, ne? Und hören sich den Anfang nicht an. Aber sind wir guter Dinge, dass es wieder heute eine tolle 101. Mahnwache wird. Der Veranstalter wird dann bestimmt wieder so 18.03 Uhr etwa eröffnen. Wir haben bei einer Anreise hatte ich hier 7 Grad Celsius angezeigt bekommen. Das Wetter passt. Hier auf dem Kornmarkt den Bautzen windstill. Und ja, niederschlagsfrei, positiv. Kannst du ein bisschen leiser drehen? Ja, guten Abend an alle, die sich hier schon eingefunden haben. Guten Abend auch an die Polizei und guten Abend auch an die Landwirte 18:05 auf der gegenüberliegenden Straßenseite. So. Achso, sind wir mit den Traktoren, die da drüben stehen. Gut. Das sehe ich nicht. So. Wie immer die Versammlungsauflagen als erstes. Bei Edeka Traktoren, ja. So, da finde ich ungewohnt. Waren auch noch nicht zum Montag hier. Die Bedeutung ist mir unbekannt. Es dürfen keine Tiere mitgeführt werden. Ausgenommen sind anerkannte Behindertenbegleithunde. Während der Versammlung ist zu beachten, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden. Der Aufzug ist geschlossen und ohne Lücken zu führen. Der Aufzug erfolgt als geschlossener Verband. Es ist heute ausschließlich die rechte Fahrbahnseite zu nutzen, da wir heute schwere Technik mit dabei haben. Die Traktoren im geschlossenen Verband halten einen ausreichenden Mindestabstand entsprechend der Straßenverkehrsordnung. Ein Ausscheren aus dem Verband oder die Gefährdung Behinderung des Gegenverkehrs ist untersagt. Das heißt also, wir gehen heute die ganze Zeit nur rechts
Sollten Gegenstände oder Unterlagen an öffentlichen Gebäuden abgelegt werden, sind diese noch während der Versammlung wieder zu entfernen. Das Abstellen von Wachskerzen ist dort untersagt. Das Mitführen von Glasflaschen oder Gegenständen, die zum Werfen, Schlagen oder Stechen verwendet werden können, ist verboten. Während der Versammlung ist es nicht gestattet, Alkohol zu konsumieren. Und die Zufahrten für Polizei, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge zum Zielort sind jederzeit zu gewährleisten. Für die Traktoren gilt, dass defekte Traktoren unverzüglich die Kolonne verlassen müssen. Frag mich wie. Und die Fahrzeuge müssen natürlich in einem verkehrs- und betriebssicheren Zustand sein. Sie dürfen nicht die Führerkabinen mit Transparenten verhangen haben und das Hupen ist nicht gestattet. So, das waren die Versammlungsauflagen und damit eröffne ich die 101. Mahnwache für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität. Ja, doch wieder ganz gut gefüllt. Ja, bevor die Katrin mit der Andacht beginnt, möchte ich noch mal ganz persönlich mich noch mal ganz, ganz herzlich für die Glückwünsche und die Präsente und all die guten Wünsche und Anerkennungen und so weiter bedanken. Da spreche ich, denke ich, im Namen auch von Katrin und Veit mit. Wir waren überwältigt und haben das eigentlich erst alles, also mir ging es zumindest so, wesentlich später, nämlich am nächsten Tag, erst richtig realisiert. Und da kann ich nur sagen, ihr seid spitze und ohne euch wäre das ja alles nichts. Vielen Dank. Ach ja, was ich vergessen hatte. Die Presse, die Liebe. Wir bitten natürlich, dass sich die Pressevertreter, die hier mit auf dem Platz sind und die Versammlung verfolgen, bei uns akkreditieren. Das kann hier vorne an den beiden Fahrzeugen passieren. Da ist einer der Versammlungsleitung immer da. Ja, das ist ganz wichtig, damit an irgendeiner Stelle keine Irritationen stattfinden. Wir bitten auch die Pressevertreter von Porträtaufnahmen Abstand zu nehmen, beziehungsweise die Privatsphäre von Versammlungsteilnehmern zu respektieren. Ja, das wären so unsere Wünsche und wie gesagt, kommen Sie bitte hier vor, wenn Sie nicht uns persönlich bekannt sind, wie der Frank zum Beispiel, und lassen sich akkreditieren. Ich denke mal, das ist im Sinne des Pressekodex und gehört sich einfach so. Dankeschön. So, und jetzt übergebe ich aber an die Katrin. Ja, ihr Lieben, zum 101. Mal heute. Ein Geschenk, was mir zur 100. Mahnwache gegeben wurde, war dieses Buch. Und ich habe darin rumgeblättert und eine kleine Geschichte gefunden, die ich für heute sehr passend fand und habe die also aufgegriffen. Und es geht um das Thema Loslassen. Heute die Andacht zu vergeben oder loslassen. Mal ein kleiner Ausflug in die Kirche. In der Kirche wird ja das Abendmahl gefeiert als Zeichen der Sündenvergebung. Und in Matthäus 26, Vers 28 finden wir dazu die Worte, die da auch immer gesagt werden. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden steht da. Und im griechischen Urtext steht Aphesis. Übersetzt wird das heute mit Vergebung. Die deutsche Sprache kennt aber noch mehr Übersetzungsmöglichkeiten für dieses Wort. Statt Vergebung könnte genauso gut Freiheit, Befreiung, Freispruch oder Loslassung dastehen. Nun nochmal die gleichen Worte mit
der anderen Übersetzung. Trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zum Freispruch von den Sünden, zur Loslassung von den Sünden. Für mich ist das etwas völlig anderes als Vergebung in unserem Sprachgebrauch. Und übrigens, diese Zusage gilt allen Menschen, die sich als Geschöpfe Gottes verstehen, als Teil seiner Schöpfung und sich von ihm leiten und lenken lassen. Das bedeutet praktisch, Gott sitzt am Steuer, nicht ich. Wenn wir tatsächlich von unserem Schöpfer den Freispruch, die Loslassung als Zusage bekommen haben, warum schleppen wir uns dann so mühselig durchs Leben? Und jetzt kommt die Geschichte, die ganz kurze Geschichte aus dem Buch. Glück ist, was du daraus machst. Kommt aus dem Zen-Buddhismus. Der Schüler ging zum Meister und fragte ihn, wie kann ich mich von dem, was mich an die Vergangenheit heftet, lösen? Da stand der Meister auf, ging zu einem Baumstumpf, umklammerte ihn und jammerte, was kann ich tun, damit dieser Baum mich loslässt? Ich musste schmunzeln bei der Geschichte. Ich bin es doch selbst, die sich an Altem oder Vergangenem festklammern will. Das, was in unserem Leben bisher passiert ist, hat uns sehr geprägt. Aber es hat nicht die Macht, uns zu bestimmen und uns zu fesseln. Die Vergangenheit loslassen, Sorgen loslassen, Stress loslassen. Wie geht das praktisch? Wie können wir uns frei machen von all den niederdrückenden Gedanken in uns? Wir, also da spreche ich jetzt für Veit und für mich, haben die Kraft von Mantras für uns entdeckt. Mantras sind einfache Sätze, die man immer wiederholt und die die innere Ausrichtung entscheidend verändert. Sobald uns etwas herunterzuziehen droht, sprechen wir so ein Mantra. Und ich sage jetzt mal eins von vielen, was wir da so sagen. Es wird Licht, es werde Licht, sagt der Herr, der durch uns spricht. Ihr Verbrecher, fliegt jetzt auf, Licht beendet euren Lauf. Ich kann euch das nur empfehlen, ihr könnt auch eure eigenen Mantras finden. Was ihr da sprecht, es verändert unser Bewusstsein. Alle von euch kennen den tiefen Frieden, wenn man am See sitzt oder am Meer oder in den Bergen unterwegs ist. Diese innere Ruhe in allen Situationen ist eure Kraftquelle. Und dabei bedeutet Loslassen nicht, dass wir flüchten, Schwäche zeigen oder die Kontrolle abgeben. Beantworte doch mal folgende Fragen für dich. Wie oft hältst du an Menschen, Situationen oder Gedanken fest? Wie oft willst du dir beweisen, dass du eine Kämpfernatur bist und gibst nicht auf? Wie oft sprichst du im Konjunktiv? Man müsste, man könnte, würde, hätte. Wir setzen lieber unzählige Kommas als einmal einen Punkt. Ihr Lieben, achtet bewusst auf die Worte, die aus eurem Mund kommen, und bemesst sie. Waren sie gut oder schlecht? Liebevoll? Ja, da hat er die Bananen direkt vorpresst, ne? Karl Albrecht hat mal etwas Schönes dazu gesagt. Er hat gesagt, ändere deine Sprache und du änderst
deine Gedanken. Was wir aussprechen oder denken, wird sich in unserem Leben genau so ereignen. In diesem Sinne fangen wir heute damit an, sprechen wir auch allen, die wir vielleicht nicht so leiden können, gute Gedanken zu, dann werden sie sich auch entsprechend verändern. Ja, willst du jetzt? Gut, bitteschön. Ja, schönen guten Abend, das ist ein richtiger Rednerturm heute hier. Ich weiß gar nicht, wo sonst so hoch stehen. Jetzt muss ich erstmal meinen Zettel suchen, damit ich nichts vergesse. Und zwar, ja, danke hat der Edgar schon gesagt, auch in unserem Namen, da muss ich das jetzt nicht wiederholen, obwohl es mir eigentlich ein sehr großes Bedürfnis ist. Ihr habt uns wirklich teilweise beschämt, muss ich sagen, schon fast. Und ja, es ist einfach sehr, sehr ergreifend gewesen. Ein Video vom letzten Montag gibt es auch schon. Und zwar bei Eingeschenkt TV, die waren ja da, das wisst ihr. Die haben einen Zusammenschnitt gemacht, unabhängig von den Videos, die Frank vom Hultberg auf seinem Kanal bei YouTube auch hat, wo dann jeder Beitrag anzuhören ist, anzusehen ist. Eingeschenkt TV hat einen Zusammenschnitt gemacht von ein bisschen über 20 Minuten, glaube ich. Der ist sehr unterhaltsam, den kann man auch gut teilen. Den findet ihr natürlich bei Eingeschenkt TV oder auf der Internetseite oder aber auch in unserem Telegram-Kanal Info. Leerzeichen Kanal, Leerzeichen OL. Kann ich nur empfehlen, teilt es einfach. Ja, dann noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Und zwar werfen wir zwei weitere Veranstaltungen die Schatten voraus. Und ihr dürft euch heute einfach mal die Termine merken, die unbedingt im Kalender angekreuzt werden sollten. Und zwar der 9.2., der 9. Februar und der 9. März. Jeweils Donnerstag, merkt euch die vor, da habt ihr nichts anderes vor, als die Veranstaltung, die wir dann in den nächsten Wochen noch mehr bewerben werden. Heute sage ich nicht mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und dann begrüßen wir heute, ihr habt schon gesehen, da drüben stehen drei Traktoren, Landwirte unter uns. Das heißt, eigentlich sind sie ja immer da, aber heute auch mal präsent gesehen. Und ja, wir haben uns einfach gefunden und gesagt, wäre toll, wenn ihr einfach auch mitfahrt. Heute sind die ersten drei da. Ich bin sicher, das wird noch wachsen. Drüben bei Edeka, jawohl. Dann grüßen wir den Maximilian.